Genossinnen und Genossen, ihr seht einen etwas müden Generalsekretär vor euch. Warum ist er eigentlich müde? Weil wir starke Diskussionen auf den Regionalkonferenzen in den letzten Tagen hatten. Starke Diskussionen über Themen und über Inhalte. Viele von euch haben mir diese Rückmeldung gegeben, dass sie froh sind, dass wir seit langer Zeit so intensiv über einen Koalitionsvertrag reden, so intensiv darüber reden, welche Dinge aus dem Regierungsprogramm umgesetzt werden können in ein Regierungsprogramm auf Bundesebene. Ich fühle mich pudelwohl bei den Debatten, weil sie nochmal zeigen, dass wir diejenigen sind, die streiten können, dass wir diejenigen sind, die auch einen Kompass haben, wo die Gesellschaft hingehen kann. Ein Thema wird mir dabei noch mal ganz besonders deutlich, und das wird auch noch mal unterstützt durch die Gewerkschaften, die klar sagen, dass der Einstieg in den Mindestlohn, die Begrenzung von Leih- und Zeitarbeitsverträgen und die Werkvertragbeschränkungen ganz entscheidende Punkte sind, um das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Jeder von euch kennt eine Verkäuferin. Jeder von euch weiß, wie Leute prekär beschäftigt sind. Wir werden hier ein P vorsetzen. Wir werden hier ein Ende machen. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam für viele Menschen, die uns doch an den Wahlkampfständen ansprechen. Ich bitte euch, nehmt das Votum an, das uns ein Alleinstellungsmerkmal macht zu allen anderen Parteien. Nehmt das Votum an. Beteiligt euch an der Abstimmung, gerade für diesen Koalitionsvertrag, und nehmt die Chance darüber hinaus wahr, dass wir weiter darüber diskutieren, wie sich unser Land besser entwickeln soll. Ich nehme diese Arbeit gerne auf. Ich sage auch zu, dass wir die Diskussion in den nächsten Monaten und Wochen begleiten werden und dass wir weiter thematische Schwerpunkte setzen werden hier in Nordrhein-Westfalen, weil wir noch mal deutlich machen, dass wir auf der Seite der kleinen Leute sind und auf der Leute mit einem Arbeitsvertrag. Deswegen beteiligt euch am Votum, lasst uns weiter diskutieren und fordert uns. In diesem Sinne vielen Dank.